актуелната ситуација кај нас, кои се темиве последниве денови, последниве недели, што ни предстои, го изрази благодарност за силната и недвосмислена поддршка на Берлин и во однос на Европскиот пат. Тој лично, меѓу другото, ја представуваше Германија на клучниот состанок на Советот за обшти работи во Луксембург, 2-3 дена пред Европскиот Совет, и на поддршката на Германија во одлуката што се донесе со консензус да се покани Македонија да ги почне пристапните преговори за членство во НАТО алијансата. Германија ни е голем пријател и во политичка смисла, и во економска смисла, наш прв трговски партнер. Споделуваме исти интереси за Старлен Балкан, за Европски Балкан. Балканот, како што знаеме, е остров обкружен со ел членки и колку сме ние постабилни и по-просперитетни, толку и целата Европска Унија е постабилна и по-просперитетна. Нема да должам повеќе, Михаел повели неколку збора, па ќе имаме малку време за прашање. Lieber Nicola, vielen herzlichen Dank für deine Gastfreundschaft, meine sehr verehrten Damen und Herren, unsere Freundinnen und Freunde hier in Skopje, aber auch in Athen, haben europäische Geschichte geschrieben. Und ich möchte allen Verantwortlichen von Herzen Respekt erweisen und gratulieren zu diesem großen Schritt, der nur erreicht werden konnte durch Mut, Entschlossenheit, Kompromissbereitschaft und die Fähigkeit, sich in die Lage des jeweils anderen Partners hineinzuversetzen. Und die Lösung des Namensstreites, der so große Schatten auf die Entwicklung des Landes geworfen hat, kann jetzt nach 27 langen und schwierigen und kontroversen Jahren gelöst werden. Und das ist ein Ergebnis, für das wir in der Europäischen Union gar nicht dankbar genug sein können. Und ich möchte heute auch Danke sagen, Nikola Dimitrov, dem griechischen Außenminister, aber auch ihrem Premierminister Zoran Zaev und dem griechischen Premierminister, denn ohne dieses persönliche Commitment, ohne diese Bereitschaft, in vielen Stunden, Wochen, Monaten auch über den eigenen Schatten zu springen, wäre dieser große Erfolg nicht möglich gewesen. Ich weiß aus vielen Gesprächen und Begegnungen, auch in Ihrem Land, dass dies schmerzhaft ist für viele Bürgerinnen und Bürger und dass es Skepsis gibt, auch am Ende diese Kompromissbereitschaft sich auch auszahlt. Und ich möchte Ihnen allen zurufen, dass ohne die Lösung dieses Namensstreits es keine konkrete EU-Perspektive und NATO-Perspektive für Ihr Land geben kann. Und jetzt sind wir einen großen Schritt weiter. Und das sind nicht nur Lippenbekenntnisse. Ich will auf zwei Ereignisse noch einmal hinweisen, die auch Nicola schon hervorgehoben hat. Zum einen haben wir im Allgemeinen Rat einen einmütigen Beschluss gefasst, dass im nächsten Jahr die Beitrittsverhandlungen aufgenommen werden können, wenn dieser Reformprozess, den wir in einem atemberaubenden Tempo in den vergangenen Monaten hier erlebt haben, fortgesetzt wird. Die Kommission hat auch deutlich gemacht, dass sie mit großer Zuversicht an ihre Arbeit geht, indem auch der Screening-Prozess demnächst eingeleitet wird. Es hat vor wenigen Tagen auch hier schon eine höchstrangige Konferenz gegeben. Und kürzlich hat es eine Einladung der NATO gegeben, auch in die Beitrittsverhandlungen einzutreten. Wer hätte das alles noch vor einem Dreivierteljahr für möglich gehalten? Ich war zugegebenermaßen sehr skeptisch. Und wenn ich das noch einmal auch verbinde
mit den vielen konkreten Schritten, sich mit den Nachbarn zu versöhnen. Wenn ich an Bulgarien denke, wo es inzwischen auch eine vertragliche Grundlage gibt, wenn ich daran erinnern möchte, wie vertrauensvoll inzwischen auch hier in der Region kooperiert wird und welches hohes Ansehen auch ihre Regierung genießt, sind das alles schöne Erfolge, auf die die Bürgerinnen und Bürger ihres Landes zu Recht stolz sein können. Ich gehe fest davon aus, dass die weiteren Reformen auch so entschieden angegangen werden, wie das in den vergangenen Monaten der Fall war. Kampf gegen die Korruption und die organisierte Kriminalität, die notwendige Justizreform, die Stärkung der Rechtsstaatlichkeit. Es gibt natürlich noch viel zu tun, aber niemand kann erwarten, dass vor Aufnahme von Beitrittsverhandlungen schon alles gelöst wird. Ich bin also am Ende sehr positiv gestimmt, dass die EU-Perspektive für ihr Land nicht nur etwas Abstraktes ist, sondern dass die konkreten Vorzüge der EU-Mitgliedschaft sich auch alsbald positiv aufzeigen werden für die Bürgerinnen und Bürger ihres Landes. Denn es geht um Demokratie, es geht um ein respektvolles Miteinander, es geht um Jobs, es geht um wirtschaftliche Perspektiven, es geht um Wettbewerbsfähigkeit, es geht um soziale Stabilität. Und ich kann das alles nur sehen, verbunden mit einer klaren EU-Perspektive für dieses schöne Land. Und deshalb bin ich froh, dass wir heute viel konkreter und viel ambitionierter über die Europäische Union sprechen können, als das noch vor einem halben oder vor einem Jahr war. Und das ist das Verdienst dieses Landes. Und dazu gratuliere ich noch einmal von Herzen. Und ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit und ich bin mir ziemlich sicher, dass in den nächsten Wochen auch viele Vertreterinnen und Vertreter der Europäischen Union auch hier noch einmal werben werden für diesen großen Erfolg, für diesen historischen Durchbruch. Denn es wäre jetzt tragisch, wenn der weitere Weg in die Richtung Europäische Union versperrt würde, weil es nicht die Grundbereitschaft in diesem Land gibt, in Fragen der EU-Perspektive, in Verfassungsfragen, in Fragen des Wahlrechts kooperativ und konstruktiv zusammenzuarbeiten. Hier trägt natürlich die Regierung eine ganz besondere Verantwortung, aber ich möchte auch appellieren an die Opposition, deswegen freue ich mich, dass ich morgen auch den Oppositionsführer ihres Landes treffen werde, um auch noch einmal hier einen klaren Appell zu starten, dass alle politischen Akteure in dieser schwierigen, aber optimistisch stimmenden Zeit ihrer Verantwortung gerecht werden müssen. Благодарам, Михаил. Колко време имаме? Имаме малко за прашане. Христиан Становиев от Телно. Прашане от министърът Димитров. Дали очекувате откако ќе се разпише референдумот, нали се уште трае преговорите, да кога ќе трае кампањата и сите тие натамошни чекови да добиете конкретна поддршка од повеќе европски представници, дали се тоа парламентарци, министри, без поглед на кој ниво да дојдат во Македонија и да, да речеме, да поддржат кампањата за успех на референдумот. Па, апсолутно очекувам и знам. Веќе имаме и конкретни барања, и конкретни разговори, затоа што прво живееме во време кога нема многу успеси, второ зборуваме за прашање што 27 години беше отворено, што беше тек на нашата иднина, не влечеше упорно назад или заклучени во чекалната, како што често велам. И трето, во сите, во целата поддршка што ретко смислено стигна од Германија до Велика Британија, до Соединетите Американски држави, институциите во Брисел, земјите во регионот, синтагмата беше ова е многу добра вест за двете земји, ова е крупна работа за Балканот, меѓутоа ова не прави и горди што сме европејци. И во таа смисла, ова прашање има многу поголеми геополитички импликации од решавање само на еден спор пред се за нас и за нашите соседи во Атина
меѓутоа и за Балканот и воопшто за Европа. И затоа мислам дека ова прашање не е партиско-политичко, туку е прашање за државен интерес. Имаме историска шанса, до нас е дали ќе ја зграпчиме, и колку повеќе на ова гледаме како на прашање на државата и нацијата, толку поголеми се шансите дека ќе го еден патот да откривме практично. Друг пат немаме. Мора да се надминеме и самите себе си, со исправена глава, да видиме реално што добиваме, што губиме, и да си донесеме одлука, бидејќи од секој граѓанин ќе зависи каде ќе биде Македонија, особено во следниве месеци, ама ќе зависи каде ќе биде Македонија 5 години од сега, 10 години од сега. Ако има друг пат, убаво е да го дознаеме, меѓутоа нема друг пат и таа порака ја добиваме од секаде. Мислам дека просто една автоцензура, се извинувам малку, сум екстензивен, меѓутоа немам неколку дена прилика со јавноста да разговарам. Мислам дека една автоцензура на некој начин надвладеа, бидејќи на партиско-политичките противници на овој историски успех им оставивме преголем простор. Премногу денови со ефтини обланди и налепници, а без суштина. Македонци сме, македонци ќе бидеме и во Европа, македонски јазик зборуваме, македонски јазик ќе ни остане, отвараме врати, важно е за нашата државност, важно е за нашата стабилност, важно е за нашата иднина, важно е каде ќе не биде и какви ќе бидеме за десетина години. Прекрупно е за да врзуваме со било какви други спекулации ова прашање. Особено, и тоа Михаил го заврши неговото обраќање, со еден многу важен збор, а тоа е зборот одговорност. Мора да сме одговорни за нашата иднина и да не заборавиме, политичката промена во Македонија се случи пред се заради жетта за одговорност. И не може иднината на Македонија да се врзува за неодговорност во било каква форма. Се извинам, ми беше косовирам неколку денови. И шо ја гајнецу? Дали има други прашања? Добро. Готово? I'll see you soon.